So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich befinde mich hier auf dem Volkshaus Parkplatz. Das ist das Volkshaus da drüben, irgendwie ist auch so Theater mit drin. Guckt euch den riesen Parkplatz an, das ist richtig genial. Da kommen Erinnerungen hoch, nämlich an den Geburtstag letztes Jahr. Da war das nämlich der Parkplatz, da haben alle geparkt und da unten sind alle in die Werra gegangen und da drüben hinten ist man zum Teegut gelaufen, hat sich dort versorgt. Weiß nicht, im Nachhinein betrachtet war das vielleicht sogar irgendwie besser, cooler, ich weiß es immer noch nicht. Irgendwie hat beides Vor- und Nachteile gehabt und was wir nächstes Jahr machen, steht in den Sternen, Wald ohne irgendwas, Survival, genau. Warum ich jetzt überhaupt hier stehe, ich möchte einen Voltolos Community Raid machen, dafür muss ich aber mal davor, da vorne ist nämlich die Bushaltestelle. Gestern am Montag war schon der Raid-Boss-Wechsel auf Voltolos. Ich habe auch geguckt, ob irgendwo Voltolos aufgeht und dann habe ich gesehen, bei Campfire, Mega Aerodactyl. Und dann ist es mir, oh mein Gott, ich bin so bescheuert. Ich habe doch in dem Video gesagt, was für Raids und so alles kommen. Cool! Mega Aerodactyl, da kann ich ja mal ein paar machen, weil ich noch ein paar XL-Bonbons brauche, um mein Aerodactyl auf Level 50 zu pushen. Vielleicht geht da was, vielleicht noch ein Shiny mitnehmen und vor allem aber Mega Energie ziehen, weil ich muss mein 100er Aerodactyl noch mega entwickeln. Jetzt habe ich in der ganzen Zeit, wo Mega Aerodactyl da war, keinen einzigen gemacht. Weil ich es irgendwie vergessen habe, ich habe gar nicht dran gedacht. Jetzt habe ich am Montag meinen Pass also genutzt, um 11.10 Uhr noch ein Mega Aerodactyl zu machen. Danke dann an Sarina und Shenaya, die haben da nochmal mitgeholfen, dass das überhaupt möglich war. Da kann ich nämlich heute mein Mega Aerodactyl entwickeln. Hier im Video gleich, wenn ich beim Volkshaus stehe direkt. Und wir machen heute am Dienstag Voltolos Community Raid. Das ist zwar langweilig, das ist unnütz. Mega Kangama ist auch da, aber ist auch langweilig, unnütz. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch brauche. Also Energie zum Entwickeln und ansonsten wird es wohl eine ruhige Woche. So, ich bin jetzt gerade drauf und dran, die Volkshausarena noch schnell gelb zu machen und stehe hier vor einem Pipi-Wagen, den man mieten kann. Guck, da fällt mir schon wieder der Geburtstag ein. Pipi Lounge Vermietung Kalusche. Da ist für die Damen. Da ist für die Herren, hieß nämlich auch, komm Ramses, nächstes Jahr mieten wir uns ein Dixie-Klo und gehen da alle drauf. Das ist bestimmt sauberer und keiner stirbt und keiner kommt ins Krankenhaus wie dieses Jahr. Das wäre eine Option, aber eigentlich auch nicht. Ihr wollt ja in den Wald und wollt ein Loch graben. So, damit wir nicht verdursten, mieten wir uns hier noch so einen Kulmbacher Anhänger dazu für die Getränke. Ne? Das ist dann die Minibar. Eigentlich suche ich gerade nur einen Platz, wo ich mich hinschillen kann. Hier ist Schatten. Da vorne ist ja eine Bushaltestelle, aber da prallt so die Sonne drauf, das ist einfach richtig abartig. Dort sind Treppen, da ist ein Eingang, da ist auch einfach nur Sonne überall. Ich muss mal schauen, weil ich möchte mich nicht in die Sonne setzen, sonst muss ich wieder brechen. Also ich suche mir jetzt mal eine ruhige Stelle, weil hier sieht es auch irgendwie verwuchert aus. Du kannst dich ja eigentlich auch überall auf den Boden setzen, vor den Baum oder so, aber ja, das ist ja auch, das ist dreckig, das ist... Das ist ja ein Pokémon-Video und kein Suff-Video, also setzt man sich nicht auf den Boden. So, jetzt sitze ich hier vor einer weißen Wand. Hab gedacht, das passt, weil hier ist nämlich überall Sonne. Hier so eine Gasse, da hinten waren gerade Leute. Jetzt kam hier so ein Feuerwehrauto vorbeigefahren, hab mich fast überfahren, weil ich hier so rumsitze. Kein Problem, ich möchte nämlich jetzt fix meinen Aerodactyl entwickeln. Hier ist es, Chefe 24, sogar mit Best Buddy Badge. Mega Entwicklung, den habe ich so lange und so oft als Kumpel gehabt, jahrelang, jetzt kann ich den mega entwickeln und mit der Energie kann ich den die nächsten Tage wahrscheinlich nicht mega entwickeln, weil es halt für ein zweites Mal nicht reicht, aber ist neuer Eintrag, das passt, 85 habe ich noch übrig, wenn es kein 100er ist, warte ich natürlich immer so lange, bis er wieder kostenlos entwickelbar ist und entwickel dann, damit ich mir Energie aufhebe, falls doch mal ein 100er kommt und man das noch entwickeln kann. So, der ist jetzt auch hier am Start, 4655, das ist cool, den können wir auch kurz mal bewerten hier. 100% mega, chefe24.de. So, jetzt warten wir aber auf den Raid, es dauert nämlich noch 11 Minuten und dann gucken wir mal, wer da alles dabei ist. So, das Voltolos ist jetzt geschlüpft.
Wir schmeißen mal den Pass rein. Ich glaube, Henry und Shenaya muss ich einladen. Nehmen wir hier drauf. Henry. So, Henry und Shenaya. Dann heißt es, ich habe noch 3 Plätze frei. Wir können noch mitnehmen hier. Ja, Fabsi, Eisentetsch, Babo Leon. Mal nicht bekannte Namen außer Eisentetsch. Und hier nehmen wir Achim Wuda, Bestzeit, Kriterion, Hannover liebt und Maranto, weil der Samyang Buldak hat ja auch 5 frei, der kann da auch mitnehmen. Wenn ich jetzt mal auf Telegram gehe, seht ihr natürlich hier wieder die Raid-Gruppe. Da habe ich das reingeschmissen, muss ich mal bis runter gehen. Den Raid wieder gepostet mit der Arena, mit Koordinaten, mit Uhrzeit, mit Trainercode, mit allem drum und dran. Die 2 haben sich eingetragen, Sarina hatte sich eingetragen, das passt. Und wenn ich jetzt auf YouTube gehe, auf die Beiträge, da müsste auch noch eine Konterliste von Voldolust zu sehen sein. Und was mir am besten schmeckt, Mega Aerodactyl ist da irgendwie ganz vorne mit dabei. Wenn ich hier mal gucke, und das ist Voldolust. Das Ding ist Elektro und Flug. Ihr nehmt also Gestein oder Eis. Also beides irgendwie gegen den Flugtyp. Ansonsten 1911 ist der 100er Wert. 2389 ist der 100er Wert mit Wetterbrust, ist natürlich auch als Shiny verfügbar. Und die Konder sind hauptsächlich hier Gesteinskonder wie Ramaidon, wie Rihonyo, wie Monagoras. Und auf Platz 1 hier zeigt es Mega Aerodactyl. Wie passend, wie genial ist das? Ein paar Eissachen sind auch noch dabei. Jetzt gehen wir aber wieder zurück. Gucken mal, hier ist noch einer dazugekommen. Hier drüben stehen irgendwie 7 Leute. Jetzt steht hier auch 7. Kriterion 19. Den habe ich, glaube ich, gestern auf meinem Main-Account gelöscht. Weil ich nicht weiß, wer das ist. Und irgendwie hängt sich jetzt auch gerade auf. Soll ich jetzt hier raus? Soll das neu starten? Also hier auf dem kämpfen wir gerade. Und hier hat sich's gerade irgendwie aufgehangen. Ich hoffe, ich komme jetzt zurück auf die Lobby. Solange der Raid-Boss nicht besiegt ist, müsste das eigentlich funktionieren, dass mir das jetzt die Lobby wieder anzeigt, ich wieder da reinkomme und wir dann gemeinsam da drauf knallen können, wenn es natürlich jetzt eine neue Lobby macht. Nö, ich bin jetzt immer noch in der Lobby, ich drücke mal auf Zurück zum Kampf und kann jetzt mitmachen. Alter Schweizer, da flattert kurz alles zusammen. Hätte ja auch sein können, das kickt mich jetzt zurück, steht dort Fehler oder so. Das hätte eine neue Lobby aufgemacht, dann boah, hätte ich wieder schreiben müssen, alle raus. Muss neu einladen, aber wenn ich natürlich spontan den Kriterion auch eingeladen habe, der sieht das ja nicht, der weiß das ja nicht, der wundert sich dann, wieso wir den Raid nicht geschafft haben. Also das schon mies. Das kommt davon, wenn man natürlich hier in YouTube rumwühlt, statt einfach brav in der App zu warten. Wir hauen jetzt hier drauf, ich habe jetzt hier auch Krypto Mammut Hell am Start, also das ist ein Eisangreifer natürlich. Ansonsten habe ich mir die Teams gerade gar nicht angeguckt, ich glaube das Mega Aerodactyl hat es auch von selber gar nicht mit ausgewählt. Oder habt ihr das gesehen? Habt ihr drauf geachtet, welche Pokémon, welches Sechser-Team bei mir ausgewählt war? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, aber Mega Aerodactyl hätte ich dafür jetzt nehmen können. Das heißt, der nächste Boss, der kommt, den besiegt ihr mit Voltolos auf der Wolke. Nee, das wird es nicht sein. Als nächstes kommt nämlich, glaube ich, Xerneas. Das ist ja Typ Fee. Also brauchst du dann auch wieder irgendwie Fee oder halt Gift oder was weiß ich. Wir haben jetzt hier 1895 und 1850. Das heißt, der auf dem Kleinen ist wieder besser. Der auf dem Großen ist jetzt wieder nicht so gut. Ihr habt jetzt hier einen See im Hintergrund. Wir werden jetzt noch versuchen zu fangen. Der ist wieder gemütlich. Ihr seht, der ist ja relativ ruhig. Aber der schwebt halt wieder links und rechts. Einfach fabelhafter Kreis ist auf jeden Fall schon eingestellt. Den bräuchten wir jetzt nicht mehr verstellen. Wir nehmen einfach immer wieder nur eine Beere. Warten, bis der angreift. So. Und curven dann drauf, dass wir immer wieder in den einfach fabelhaften Kreis werfen, treffen. Und dann braucht es nur Geduld. Hier, Beere auswählen. Wenn er links ist, ist egal, weil irgendwie rechts curven, nach links werfen kann ich eh nicht. Ich könnte noch, wenn er rechts am Rand ist, probieren, aber das ist mir jetzt auch zu suspekt. Obwohl, ich habe ja noch 16 Bälle.
Ich werfe, wenn er in der Mitte ist, und ich werfe, wenn er rechts ist, okay? Wer keine Zeit hat, der muss halt jedes Mal neu curven und dann werfen, aber ich will ja warten, bis er angreift und dann in den Angriff werfen, dass er nicht abwehren kann. Er guckt, er verschränkt die Arme, aber er macht nichts. Mensch, da wünsche ich mir Groudon zurück, weil Groudon ist einfach am besten zu fangen von allen Pokémon, die es gibt, aus Raids, als Legendäre. Ist im Prinzip mein Lieblingslegendärer, sage ich immer wieder dazu. Ist eben auch stark, ist nützlich, das Design gefällt mir, das Shiny gefällt mir. Das Groudon ist einfach der Beste. Was ist euer Bester? Schreibt es mal rein. Jetzt hat er hier angegriffen, das heißt, wir können wieder curven. Und haben sogar daneben geschossen, das musst du dir mal vorstellen. Da wartest du 3 Stunden, wirfst daneben und er ist trotzdem drin. Ist auch kein Pokédex-Eintrag, denn wir haben schon die Tiergeist-Form, die natürlich deutlich besser und nützlicher ist. Der hat auch nur 2 Sterne, der ist jetzt hier bei 11, 12, 11, 18, 50. Das ist nichts weiter. Wir können ihn beim Samyang Bulldog noch fangen, aber das ist eigentlich auch uninteressant. So. Habt ihr Bock auf Voltolos die Woche? Ich glaube nicht. Werdet ihr Vega Kangama machen? Ich glaube nicht. Ich werde mal ganz kurz auf Kangama gehen und gucken. Na gut, brauche ich nicht. Also dieses Kangama wurde schon mal mega entwickelt. Das heißt, ich brauche eigentlich auch keine Kangama-Raids machen. Man könnte natürlich einen Kangama-Raid machen, dass man nochmal Energie hat, um ein besseres Kangama-Mega zu entwickeln. Oder ob man einen 100er kriegt. Aber das Ding brauchst du halt nicht. Das ist Typ normal, das boostet Typ normal. Das ist also eigentlich komplett sinnlos. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.